Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Train Simulator Klassik-Folge hier auf meinem Kanal Philipp LP. Ja, lang ist es her, dass ich das letzte TS-Video für euch gemacht habe und da ich mal wieder so richtig Lust habe, mal wieder Train Simulator zu zocken, obwohl ich ja hauptberuflich ja Lokführer bin und ja, man kann ja eigentlich sagen, nach der Arbeit will man damit eigentlich auch nichts mehr zu tun haben. Aber irgendwie habe ich da mal wieder Lust daran, euch mal wieder ein Video zu zeigen vom TS und ja, wir fahren das neue Ringbahn-Add-on, was es schon seit einiger Zeit zu kaufen gibt, und zwar den kompletten Ring. Damals gab es ja nur den Viertelring, hieß das, oder sonst irgendwo was. Ich hab's vergessen, da habe ich ja auch schon zwei Videos zu gemacht. Und ja, wir fahren heute allerdings nicht den ganzen Ring, sondern einen Teil. Und zwar den Teil, den man vorher halt nicht fahren konnte, sondern halt, ja, was heißt nicht fahren konnte, aber da war halt keine Bebauung. Da waren nur die Gleise, das war's. So, und wir fahren ein schönes Szenario von Traineffi, was er mir per Discord geschickt hat, was ich mal zeigen sollte, weil das weil er sich da sehr viel Mühe gegeben hat bezüglich KI-Verkehr und ein bisschen abwechslungsreich. Und ja, wir fahren das Szenario Donut-Taucherbrille von Pankow Gen Südosten aus dem Jahre 2017 mit der Upgrade-Baureihe 481, die ich freundlicherweise von einem netten Zuschauer zugeschickt bekommen habe. Leider kann ich euch dazu keinen Link zu geben, allerdings nur für das Szenario. Und ich würde mal sagen, wir starten dann mal in Pankow. So. Zack. So, Batterie. So, ja, Ela gestört, ist ja nichts Neues hier bei der Kiste. Wir fahren mit der S9, Umlauf können wir uns frei aussuchen, nehmen wir 33, mein derzeitiges Alter, Ziel 40, Startpunkt 46. So, FG Start, dunkel, sehr schön, Tür auf. Ausstieg links. So, ein bisschen Rolle runter. So, Licht an. Dunkin' Donuts mit der Vollwerbung. S9 Flughafen Schönefeld. Ja, wir starten hier in Berlin-Pankow. In unsere Blickrichtung geht es dann in Richtung Bernau und weiter über Angermünde nach Stralsund oder ins polnische Stettin oder über einen Berliner Außenring in Richtung Oranienburg, Neustrelitz und Rostock. Beziehungsweise auch über die S-Bahn-Strecke in Richtung Birkenwerder, Oranienburg und Bernau. Das Szenario geht um die 27 Minuten mit Originalansagen. Wie man hier sehen kann, ist das der Führerstand der 481 auf den heutigen Stand hier mit den Displays, Kamera. Auf Gleis 1 steht für Sie Zugfunk. Bereit. S9 alles. Nach Flughafen Schönefeld. Über Bornholmer Straße, Schönhauser Allee, Ostkreuz. Ja, ich bin wie gesagt noch ein bisschen erkältet, falls man das ja, wie gesagt, ja merkt. Ist aber alles auf dem Weg der Besserung. Ist also jetzt nichts Gravierendes. Nicht so wie damals im Oktober, wo ich ja 3 Wochen zu Hause lag. Und das war auch richtig ätzend gewesen damals, letztes Jahr. Heute mal wieder schön Berliner S-Bahn. Mag ich ja persönlich sehr. Wir bleiben dementsprechend auch in der Bundeshauptstadt. Demnächst mache ich dann auch noch ein Video von der 300, also mal wieder Omsi. Wann ich das Video mache, muss ich die Tage Gleis gucken, weil ich jetzt wieder arbeiten muss. Einfahrt 5 Tage. S2. Muss ich mal schauen. S9. Zurückbleiben, bitte. Muss ich mal schauen. Ansonsten halt, wie gesagt, am Wochenende. Wir können nur 80 km/h fahren. Früher ging 100 km/h bei der 481. Aber da ist ja das Sorgenkind hier, der Berliner S-Bahn, ist auf 80 gedrosselt worden. Ist halt so.
S für Schönhauser. Links die Gleise der Fernbahnstrecke Berlin-Stralsund. Das Add-on ist wirklich auch wirklich sein Geld wert hier. Also es ist wirklich sehr detailreich. Bin eh immer so ein Fan der Berliner S-Bahn. Nächste Station, Bornholmer Straße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 1, 2, 25 und 85. Rechts die Strecke aus Oranienburg und Hennigsdorf. Vor uns die böse Brücke, die damals die Grenze trennte zwischen den Bezirken Prenzlauer Berg und Wedding. War ja damals die Grenze, deswegen böse Brücke, ne? Grenzübergang. R für Ring. Eingefahrener Zug auf Gleis 2. S9 nach Flughafen Schönefeld. Über Schönhauser Allee, Ostkreuz, Schöne Weide. Vor uns der Berliner Fernsehturm. Hier fahren wir gleich in die Untertunnelung. S9. Nach Flughafen Schönefeld. Und zweigen dann auf den Ring ab. Auch das S25 Add-on, einer der ersten Add-ons für die Berliner S-Bahn von Virtual Tracks, ist auch sehr empfehlenswert mit der Baureihe 476. Ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig mit der einlösigen Bremse, also ja. Freue mich schon auf den 480, wenn der kommt. Fahrbar, kann man da auch wieder schönes Szenario machen auf der S25. Fuhr der ja früher auch durch den Nord-Süd-Tunnel, bis er dann mal im Anhalter Bahnhof Brand geriet. S25 nach Hennigsdorf. Vorsicht bei der Einfahrt. S9, zurückbleiben bitte. Zweigen wir ab. Oh, halt erwarten. Da kommt was. Vom Gesundbrunnen her. Ja, das gefällt mir schon mal beim Szenario, dass man hier jetzt warten muss, dass man Zug vorlassen muss und so. Das ist sehr schön. Hat man wenigstens was zu tun im Szenario. Nicht immer diese Arcade-Szenarios, die finde ich immer grauenvoll. So für zwischendurch sind sie auch ganz gut, aber... Kommt da. Aber als Triebfahrzeugführer möchte ich jetzt nicht bei der Berliner S-Bahn arbeiten. Das wäre überhaupt nichts für mich so persönlich. Also, ich meine, bei der Berliner S-Bahn gibt es jetzt auch nicht mehr viel Besonderes. Jetzt fährt nur noch 481, 480. 480 ist ja jetzt der älteste, der fährt. Dann halt die neue Baureihe 483, 84. Hier die Taschenlampe da. Und, sag ich mal, ja, 485 ist ja jetzt auch weggegangen. Aber gut, man muss halt mit der Zeit gehen, ne? Das ist ja so. Nächste Station. Schönhauser Allee. Übergang zur U-Bahn-Linie 2. Ja, warum jetzt hier Mozart drin ist, ja, ist ja egal.
Jetzt wenden wir in die Ringstrecke ein. Na schön, so morgen früh fahren. Schön die Morgendämmerung. Ist schick. Kann man zu U2 umsteigen, die über uns fährt. Pankow-Ruhleben. Schön rechts die Graffitis. Ausstieg links. Eingefahrener Zug auf Gleis 1, S9, nach Flughafen Schönefeld, über Ostkreuz, Schöneweide. S9, Durchrutschweg. Nach Flughafen Schönefeld. Wir fahren die Zuggruppe Cäsar. Steht da rechts im Display. Da kommt der ICE. S9. Zurückbleiben, bitte. Da kommt gleich rechts für den Innenring die markante Bügelabstrecke wegen der Brücke. Nächste Station, Prenzlauer Allee. Ist auch ein sehr schöner Bahnhof hier, Prenzlauer Allee. Mit der Brücke da, wo man ja den Bügel abmachen muss. Beziehungsweise runter machen muss. Schick aus hier. So richtig noch alter Berliner S-Bahnhof hier. Eingefahrener Zug auf Gleis 1, S9, nach Flughafen Schönefeld, Ausstieg über links. Ostkreuz, Schöneweide. Hier können wir uns S9, hier, da. Nach Flughafen Schönefeld. Da ist es hier. Gibt es auch extra so ein Zeichen für ICE da hinten, wegen der Zuglänge da. Das ist interessant. S9. Zurückbleiben, bitte. Kreiswalder Straße.
Ja, hier ist auch das ICE-Zeichen hier, ne? Genau. Wegen dem hinteren Triebkopf. Nächste Station, Greifswalder Straße. Ja, in Omsi ist es aktuell sehr ruhig, was das alles hier anbelangt. Hier Neuheiten und so weiter. Das ist wahrscheinlich so die Uhr von dem Sturm. Ja gut, für den TS kam ja jetzt einiges heraus. Hier Ringbahn. Dann hat Trainer wie noch ein schönes Szenario auf gemacht. Gleis 1, S9 nach Flughafen Schönefeld. Eber, Ostkreuz, Schöneweide. Auf der Rheintalbahn gemacht. Hier S9 nach Flughafen Schönefeld. Von Offenburg nach Karlsruhe. Schön mit dem 90er Duster. Kam ja jetzt eine neue Version raus, das Pluspack. Da wollte ich auch nochmal dem nächsten Video von machen. Sehr schönes Szenario auf der Straßburg-Karlsruhe V3 mit Upgrade. Sehr schön. Gefällt mir mit AB-Wetter. S9, zurückbleiben bitte. Ja gut, Omsi muss ich mal gucken. Also die Linie 300, die mache ich jetzt noch. Die Tage fertig für euch. Mit dem E-Solaris, damit wir wieder mal was aus Berlin haben. Berlin kommt ja bei euch immer gut an. Und dann schauen wir mal, was da noch für Neuheiten kommen. Mal gucken, wann Alheim 5 rauskommt. Links eine Abstellanlage für hier endende Züge oder abgestellte Züge über Nacht. Kann man auch schöne Szenarios beginnen lassen hier in der Kehre, Greifswalder. Rechts der Güterbahnhof, Greifswalder Straße. Jetzt kommen wir nach Landsberg, ja. Genau, 8/9 Ring hieß das irgendwie, weiß ich nicht. Vergessen. Nächste. Nächste Station, Landsberger Allee. Hallo. Ja, Berliner S-Bahn bin ich immer so ein Fan von gewesen. Fahre ich auch persönlich sehr gerne, auch im Train Simulator. Damals noch Protein Perfect 2, wer sich daran noch erinnert. Das waren echt noch Zeiten. Aber die Steuerung, das war ein Krampf gewesen. Meine Güte, das war... Das war echt ein Krampf. Na, muss ich den Federspeicher ziehen? Nee, geht, passt. Das ist so hier mein Cheaten, ne? Wenn ich mal mit der 481 mich verbremse. Eingefahrener Zug auf Gleis 1, S9, nach Flughafen Schönefeld. Eber, Ostkreuz, Schöneweide. Aufstieg links. S9, nach Flughafen Schönefeld. Ah, sieht schön mit dem Upgrade-Führerstand aus. Es hat schon was Freshes hier. Ja, ich musste für den TS einiges bisschen installieren. Ich habe ja schon lange hier nichts mehr gemacht, aber das war ja Gott sei Dank nicht so viel, dass ich da jetzt Tage für gebraucht hätte. Ein paar Downloads und das war's. S9, zurückbleiben bitte. Raus aus der Tür. Storkower Straße. Ja, demnächst doch mal, denke ich mal, vielleicht mal wieder ein Video vom Berliner U-Bahn-Simulator. Von Trains. Ist ja auch mal ganz nett. Nächste Station, Storkower Straße. Und da wird ja immer was gemacht an dem Spiel, ne? Da muss man sich mal vorstellen, ne? Das ist Wahnsinn.
Ja, ich hätte mich natürlich gefreut, bis Flughafen Schönefeld zu fahren. Allerdings endet ja der Ast dafür ja am Treptower Park. Vielleicht irgendwann mal. Mal gucken. Kommt ja vielleicht mal was. Oder bestimmt wieder, ja, ist privat oder eingefahrener Zug auf Gleis 1, S9, nach Flughafen Schönefeld, Eber, Ostkreuz, Schöneweide. Ausstieg links. S9, nach Flughafen Schönefeld. Ich habe ja schon echt lange Trains nicht mehr gemacht. Ja gut, Hamburger Hochbahn kam ja jetzt der DT4. Ja, wie gesagt, ich muss noch in nächster Zeit sehr viel nachholen an Videos, weil in der letzten Zeit hatte ich da keine Motivation zu gehabt und das bringt ja auch nichts, wenn ich ein Video raushaue und ihr langweilt euch und ihr merkt, ja, der macht das, weil er jetzt machen muss. Ne, ich mach das, weil ich Bock drauf habe. Das ist für mich ein Hobby. Mir macht Spaß. Und, S9, ja, zurückbleiben bitte. Ich bin ja eigentlich noch von den wenigen, sage ich mal so, die noch, ja, sage ich mal, regelmäßig dazu überhaupt noch was machen. Früher gab es ja auch auf Spielt oder so, aber da kommt ja auch nichts mehr. War auch immer ganz lustig bei dem, die Livestreams und so zu gucken. Hat auch mal voll Bock gemacht. Aber naja, Zeiten ändern sich, ne? Leben, alles. Irgendwann hat man da einfach gar keine Zeit mehr für das, was man gerne gemacht hat. Es ist halt einfach so. Nächste Station, teilreich, ja, Frankfurter Allee. Übergang zur U-Bahn-Linie 5. Also für mich ist ein Szenario ohne Originalansagen gar nichts. Also das fängt da schon an. Das fängt dann auch schon an beim ganzen KI-Verkehr. Wenn mir da irgend so ein scheiß DTG-Mist da entgegenkommt mit solchen super tollen Loop-Sounds, ey, da kriege ich schon, sag ich mal, Ausschlag. Ne, also, mittlerweile bin ich ja so, dass ich mir nur Szenarios runterlade von bestimmten Autoren. Ne, wo ich weiß, ja, das Szenario wird super, das ist gut. Da kann ich ein Video zu machen. Eingefahrener Zug auf Gleis 1, S9, nach Flughafen Schönefeld, über Ostkreuz, Ausstieg, Schöneweide. Links. Es ist halt einfach so. Das ist, weil man halt zu sehr verwöhnt ist in der heutigen S9. Zeit. Nach Flughafen Schönefeld. Der Ingo unterbricht mich hier jedes Mal. Das ist ganz schlimm. Das geht gar nicht. Deswegen, also von Trainer viel vieles lade ich mir sehr viel runter. Von Lacerda, der macht immer so schön 90er-Szenarios. Ne, die damaligen Autoren, ne, hieß er Scarlett und was gab's da alles noch hier? Lucky Good. Ja gut, der macht ja noch was. Und da gab's so viele. Also es sind so bekannte Szenarios. S9. Zurückbleiben, bitte. Gut, dass ich die Tastatur hier alle noch weiß, hier von der Kiste. So, gleich sind wir auch schon am Ostkreuz. Früher Rostkreuz. Was auch noch schön wäre, so Berliner S-Bahn im 90er-Zustand, so nach der Wende. Das wäre auch nochmal richtig schön. So der Südring noch in den Anfangszeiten, 93. Das hätte was, so ein Upgrade, wenn das jemand so als Freeware macht. Oder so. Boah, das hätte wirklich was. So richtig so schön Alt-Berliner S-Bahn noch mit dem Lehrter Stadtbahnhof. Berliner Hauptbahnhof gerade im Bau. Boah, das hätte was. Ja, geradeaus geht es in Richtung Lichtenberg und in Richtung Rummelsburg. Frankfurt oder? Und weiter immer in Berliner Außenring. Nächste Station, Ostkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 3, 5, 7, 75 und zum Regionalverkehr. Ja, hier gab es rechts mal eine Verbindungskurve Richtung Warschauer Straße Stadtbahn. Die gibt es aber schon lange nicht mehr. Die musste wahrscheinlich auch wegen des Neubaus des Ostkreuzes weichen. Da haben wir den eingeholt, den 480.
Ja, da ist er. Na, jetzt fährt er los. Das macht Spaß, sowas. Das gefällt mir. Ein bisschen was zu tun. Nicht immer nur fahren, fahren, fahren. Oh, stehen viele Züge hier unten rechts. Sehr gut. Ja, ich freue mich auf die 485, wenn die mal rauskommt als Pack. Irgendwann kommt die auch fahrbar, TTB geschrieben. Ich bin gespannt. Eingefahrener Zug auf Gleis Ausstieg 11, S9 nach Flughafen Schönefeld über Baumschulenweg. Oh, schön zügig. Schöne Weide. Ja, Ostkreuz, das neue Ostkreuz, das ist schon. Boah, krass, da Züge. S9 einer nach Erkner, einer Richtung nach Lichtenberg. Flughafen Schönefeld. Hat er gut gemacht. Ja, ich bin mal gespannt, was noch so für ein TS rauskommt. S9 oder so. Zurückbleiben, bitte. Jetzt gleich über die Spree. Nächste Station. Treptower-Park. Ausstieg rechts. Zug fährt weiter, Schönefeld. Ja, ich habe mir eigentlich das alles installiert, dass die Ansage kommt. Ah, egal. Das ist wieder typisch TS. Ja, Treptower Park ist auch das Szenario zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es hat euch das Video gefallen, was ich für euch gemacht habe. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar darunter. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit, eine angenehme Woche. Endstation. Eingefahrener Zug auf Gleis 11. S9 nach Flughafen Schönefeld über Baumschulenweg. Ausstieg rechts. Schöne Weide. S9 nach Flughafen Schönefeld. Treptower Park. Ja, vielleicht irgendwann gibt es mal den Abschnitt nach Schönefeld Flughafen. Wer weiß das schon. So ganz Berliner S-Bahn wäre geil, finde ich es. Aber macht's gut, Leute. Bis dahin und tschüss, euer Philipp. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gut gemacht, Strecke hier. Zurückbleiben, bitte. So, und tschüss.